Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Beta Dragon Quest 3, der deutschen Übersetzung von den snesprojects.de. Wir sind jetzt mal hier mitten in der Höhle stehen geblieben, nachdem ich gelevelt habe. Ich fange schon wieder an, so ganz dolle schnell zu reden, sodass mich überhaupt niemand mehr versteht. Das finde ich jetzt gar nicht so toll, also mache ich mal eben... Jetzt habe ich mal schnell zwei Baldrian-Tropfen eingenommen und bin sofort ruhiger geworden. Ja. Gehen wir jetzt mal irgendwo lang. Zum Beispiel hier lang. Oh, ein Kampf. Lange kein Kampf mehr gekämpft. Ja, sehr gut. Ja. Ups. Oh, und hier geht's ja runter. Oh, das hätten wir das letzte Mal schon haben können. Warum bin ich denn die Truhe nicht runtergelaufen? So, schauen wir mal. Oh, Angriff. Oh, oh. Oh, oh, Kill Bill, du bist down. Nix gut. Item, Beutel. Brett. Ja, wir werden jetzt wahrscheinlich Kill Bill mit Brett wieder auferstehen lassen. Ich weiß nicht, ob es so eine Items hier überhaupt gibt. Mondrautenknolle macht ja bloß die MP wieder hoch, glaube ich, Weihwasser. Benutzen wir. Mondrottenknoll benutzen wir auf Kill Bill. Aber Kill Bill ist tot. Rotlegen schlecht. Ne? Na gut, Kill Bill, dann kannst du jetzt leider nicht miterleben, wie wir diese Truhe öffnen. Also musst du jetzt die Augen zumachen, wenn du gerade zuschauen solltest. Es befindet sich niemand in dieser Richtung. Pick öffnet die Truhe. Du, 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 du. Pick erhält Traumjuwel. Da ist noch ein Brief in der Truhe. Pick liest ihn laut vor. Mutter, bitte vergib mir. Liebe zwischen Elfen und Menschen ist verboten. Ich konnte es nicht länger ertragen, so ein verbotenes Leben zu führen. In Liebe, Anne. Um jetzt die Story von diesem Brief zu erzählen. Anne ist eine Elfe, hat sich mit irgendeinem komischen Typi zusammen liiert, der seines Zeichens Mensch ist. Und das ist zwischen den Elfen und Menschen verboten. Was verboten ist, Reiz, deswegen haben wir das trotzdem gemacht. Anne hat dann einfach mal das Juwel von ihrer Mutter gemopst, Frau Königin sozusagen von den Elfen. Und weil das dann alles verboten war, hat sie gedacht, hey, wir springen jetzt hier in das Wasser und töten uns. So, und das war jetzt hier die Story. Nett, oder? Das ist wahrscheinlich, ich würde jetzt mal sagen, woher ich das weiß, weil es ja drin steht in meinem Blatt, was ich mir mal ausgedruckt habe. Benutzen. Nee. Ach, ja, das war ein Magie. Magie, Pick. Nee. Hintertür. Sup. So. Ja. Ich würde jetzt einfach mal, normalerweise würde ich jetzt sagen, das ist so eine deutsche, typisch deutsche, gecuttete Version von dem Spiel. Aber es ist ja augenscheinlich nicht, weil es ist ja original Englisch, glaube ich, gewesen, englische Version und deswegen ist das traurig. So. Guten Tag. Ist das das Traumjuwel? Wow, was? Du sagst, Anne und dieser Junge haben sich im Untergrundfluss ertränkt? Das ist reine Spekulation. In dem Brief stand das gar nicht drin. Nein, wieso war ich so streng? Hier, nimm das Wegpulver und streue es über das Dorf Naulais. Anne hätte es so von uns gewollt. Oh, Anne, bitte vergib mir. Wäre jetzt nett, wenn du jetzt hier mal Kill Bill wieder verstehen lassen könntest. Komm, rutsch, du blödes Pferdchen. Ich weigere mich, Menschen was zu verkaufen. Nee, ich bin voll blöd. So, da gehen wir jetzt wieder Richtung nach Osten. Immer gen Osten, so wie man es bei Diablo 2 schon gemacht hat. Kämpft jetzt zwischendurch gegen Ritter und Wolken und komische Hunde mit kaputtem Auge. Und Mary geht jetzt uns auch noch fast hops. Das ist ja mal nicht gut. Magie, Pick, Heilung, Mary, Heilung, Wunden geheilt und Tor. So. Krabi! Halt. Magie, Knister, Bums. Angriff, Magie, Knister, Zabba. Zabba. Zabba, Krabba. Ja. Hat ja sehr gut was gebracht. So, auf in das Dörfchen. Nochmal kurz hier die Leute. Item.
Pick, Wegpuder, benutzen. Pick hält das Wegpuder. Das ist voll Sandmann-Style gewesen. Das Wegpuder erzeugt einen Wirbelwind, der das Dorf umschlingt. Zwischen euch nehme ich mir auch ein Stückchen Schokohase. Njam, njam, njam. Hä? Die Dorfbewohner wachen auf. Guten Tag. Willkommen in Nuandils. Ja, ich bin ja noch total müde. Guten Tag. Puh, bin ich echt hier draußen eingeschlafen? Wie peinlich. Aber wie konnte das passieren? Wie lange habe ich denn geschlafen? Ich würde sagen, 101 Jahr. Oh, ich habe geschlafen? Hast du mich etwa beobachtet? Natürlich. Das ist echt gruselig. Wieso? Bin ich einfach nicht attraktiv genug? Oh, das ist ja typisch. Willkommen in der Herberge. Das macht 15 Goldmünzen pro Nacht. Möchtest du die Nacht hier verbringen? Nein. In Ordnung, gute Reise. Tüdelü. Wie viele Jahre habe ich geschlafen? Wow, ich fühle mich super. Er hat richtig gut ausgeschlafen, will ich sagen. Was ist passiert? Wie ist das Gras so schnell gewachsen? Ja. Keine Ahnung. Mit einem Gespinst kannst du Gegner verlangsamen. Oh, ich fühle mich erschöpft. Willkommen im Warenladen. Wie kann ich dir helfen? Kaufhelden. Oh, guck mal, wir haben ganz viel Geld. 8000, Mensch. Alle weiter. Mantel des Meidens. Für Mary vielleicht nicht schlecht. Gespinst. Wir brauchen nicht. Also, das geben wir ja. Dat, Mary, du kriegst jetzt hier 0 Klamotz. Ja, Mary möchte das gleich ausrüsten. Kill Bill macht das ja auch deutlich mehr. Krieg Kill Bill. Ja, wir ziehen das jetzt den toten Kill Bill an. Oh Mann. Zauberstab macht mal einen Punkt. 7 Punkte. Ja, mach mal. Für Red Scorpion. Sehr schön. Sehr schön. Was kann ich für dich tun? Ich möchte jetzt noch etwas verkaufen. Und zwar. Möchten wir verkaufen die Eisenlanze. Ja, das ist in Ordnung. Ja, ich möchte noch etwas anderes verkaufen. Und zwar den Trainingsanzug. Der ja früher mal hieß DJ-Trainingsanzug. Nee, der Trainings-DJ-Anzug. Sowas. Ha! Und da habe ich mal wieder gebracht. Eidechsenpanzer verkaufen. Ja. Lederkleid verkaufen wir auch noch. Gucken, was haben wir noch Schönes im Beutel, was wir noch verkaufen können. Das Brett können wir noch verkaufen. Man muss ja nicht so viel Schund mit sich rumschleppen, ja. Und die Eisenlanze können wir auch noch verkaufen. Und den Lederharnisch verkaufen wir auch noch. Ja. Vielen Dank. Hey, ich muss dir vielen Dank sagen, du Blödmann. Pass auf dich auf, Mama! Chimärenflügel abgeben an Beutel. Beutel freut sich über Chimärenflügel. So. Glückssamen, die kriegt wieder Mary. Mary ist glücklich über Glückssamen. Hahaha. Eigentlich wollte ich immer Kibbe wiederbeleben. Ah, genau, ich wollte Opa besuchen. So. Ich habe alles gehört. Die Leute reden darüber. Ich weiß nicht, wer uns gerettet hat, aber vielen Dank. Nett. Nett, 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 nett. Na gut. Ja, gucken wir mal ein bisschen weiter. Haben jetzt hier die Leute schön gerettet. Rachenrabe. Rachenrabe. Stand da jetzt wohl nicht da. Oh oh. Könnte knapp werden, Mama. Higher, nicht gegen Crypt. Higher Crowds benutzen auf Pig. Yeah. Pig hat sich erholt. Red hat sich erholt. Mary hat sich auch erholt. Wartet mal. Item, Beutel, Chimärenflügel, benutzen. Wir gehen jetzt zurück nach
Kavave! So, ups. Rein da. Also jetzt müssen wir hier irgendwie mal Kill Bill nämlich wiederbeleben. Das ist der Grund, warum wir jetzt hierher gehen. Hey, zuverlässiger Diener Gottes. Wen möchtest du beleben lassen, Kill Bill? 170 Goldmünzen, Kill Bill, bist du überhaupt so viel wert? Ich glaube ja. Dankeschön, Kill Bill ist zurückgekehrt. Toll. Hier, Kill Bill, hast du mitgekriegt? Wir haben deine Klamotten gewechselt, während du tot warst. Zwischendurch machen wir noch mal ein Safe Stat. Jo, und jetzt muss ich mal kurz gucken, wo wir lang gehen. Wo gehen wir jetzt lang? Wir gehen nochmal nach Norden und gucken uns da oben ein bisschen weiter um. So machen wir das hier. Vielleicht sollten wir mal wieder leveln. Ich weiß es nicht. Wie hieß das Dorf jetzt hier nochmal? Ich hab's schon wieder verpeilt. Ah ja, 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 ja. Jetzt fällt's mir ein. Hier, der Opa hat doch, oder wer auch immer das gesagt hat, hier irgendwo ist ein Westen. Ich weiß nicht, aber ich glaube im Westen irgend so ein cooler Turm. Da wollen wir doch mal hingucken, oder was hier? Den fiesen Turm bezwingen. Turme, die. Oh, Mary hat ein Level Up, das heißt. Ein paar Kämpfe später kriegt Kill Bill ein Level Up und ein Kampf später kriegt Pick ein Level Up. Huch. Habe ich beobachtet. So, sind wir jetzt wieder right oder sind wir nicht right? Genau. Der ruhelose Ritter. Der Effekt des heiligen Wassers hat nachgelassen. Was auch immer das gemacht hat. Wahrscheinlich weniger Angriffe von Gegnern oder Zufallskämpfe, sowas in Richtung. Wo sind wir denn hier gekommen? Oh, hier ist ein Turm. Geil. Ich glaube, wir sind hier fast richtig gut. Safe. Oh, und rein geht's in den Turm. Sehr gruselig, der Turm. Ich glaube, hier waren wir auch noch nicht. Ist euch aber Angst vor diesen Tieren? Na. Pick öffnet die Truhe, es ist ein Mondkrautenknolle drin. Oder so, Mondrautenknolle, wie auch immer. Oh, da geht's nach oben. Ach, hier einfach Ruf. Immer Ruf, Mann. Wie ein neuer Gegner. Oh, da steht jemand. Kuckuck. Das ist der berüchtigte Champagneturm. Oder ist das wirklich der Champagnerturm? Nee, Champagner wird mit CH geschrieben, glaube ich. Bin mir fast sicher. Giftwespe, Giftwespe besiegt. Oh yeah. Okay. Oh, Truhe, 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 Truhe. Oh, Truhe, Truhe, Truhe. Da drin sind 430 Goldstücke. Oh yeah. Oh, der Ritter, er wurde besiegt. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich hier weiter erzählen soll. Soll ich mal über das Hochwasser erzählen? Wahrscheinlich habt ihr ja schon so viel über das Hochwasser eigentlich gehört, dass ich da gar nichts mehr dazu sagen brauche. Gell? Jedenfalls 8,11 Meter war hier bei mir zumindest der Höchststand. Der Damm, der ist nur ein paar hundert Meter von mir entfernt, 200-300 Meter irgendwie. Und die haben dann gesagt, ja, wenn das Ding kaputt geht, dann steht ja alles unter Wasser und wir können ja nur noch dann mit Booten irgendwie euch und so weiter und so fort. Und ihr müsst jetzt ganz schnell raus. Ja, so ist das passiert. Und dann habe ich mir gedacht, gut, wenn die schon so nett sind und mich vorher warnen, dann mache ich das auch, ne? Vielen Dank an dieser Stelle an den Arbeitskollegen, der mich dann ein paar Tage aufgenommen hat. Ja, wir haben schön Pizza gegessen und Formel 1 gespielt und so weiter und so fort und das war cool. So, wo ist denn jetzt hier? Da ist die Treppe. Die habe ich die ganze Zeit gesucht. Diese Treppe, ich suchte sie. Oh, ich habe Angst hier in diesem Turm. Los geht's.
Weiter hier, meine ich. Weiter geht's. Sieht aus, jetzt ist hier einfach mal gar nichts. Ich nehme es aber sportlich und sage, ja, das ist aus Levelzwecken, mache ich das gerade nicht. So, müssen wir hier ein bisschen Items benutzen, Beutel. Heilkraut benutzen auf Pick. So. Auf Red. Nochmal auf Red. Wenn jetzt hier nämlich Endgegner irgendwie kommen sollte, was ich ja ganz stark vermute, dann möchten wir ja auch ein bisschen gut damit anfangen, abgeben an Pick. So. Warum hat ein Pick nicht mehr dabei? Das ist ja blöd. Heilkraut, zwei Heilkraut sind hat er nur. Red hat noch alle. Red hat noch alle beisammen. Wo muss ich denn hier lang? Ah, hier geht's rein. Sehr schön. Und wieder ein Trapper nach oben. So. Zackig, zackig. Hier. Anti-clockwise gehe ich jetzt hier mal. Nur mal so für Spaß. Ah, nix. Falls euch die Kämpfe zu schnell sein sollten, sagt einfach mal Bescheid. Dann kann ich euch. Dann werde ich in Zukunft einfach die Kämpfe für euch in normal machen. Oh, ein Bronzeschild. Wow! Geil. Item Pick benutzt. Bronzeschild, wahrscheinlich. Oh, da geht die Abwehr nur nach unten. Was ist denn das für ein Blödsinn? Nein. Alter, Bronzeschild abgeben. Beutel. So. Sehr nett. Von dem Beutel, dass er sich das Bronzeschild annimmt. Oh, der Part ist schon wieder vorbei. Dann machen wir noch diesen Kampf. Einmal langsam. Wolkenkratzer wegen uns. Zack, 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 zack. Mary braucht schon gar nicht mehr zaubern. Nö, haut einfach so hier. Dann haben wir hier die Wolken kaputt. Gesundheit. Hat gerade jemand vor dem Fenster genießt. So, und ich sage schon mal, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Beta Dragon Quest 3, der deutschen Übersetzung von den SNES Projects. Schaut mal im Forum vorbei und lasst dazu diesem Projekt eure Kommentare da. Und ermutigt die Leute mal ein bisschen noch weiterzumachen. Ja. Also, wir sehen uns dann im nächsten Part, wie gesagt, und ich freue mich drauf. Ja, genau. Macht's gut, bis dahin und tschaußen.